Jetzt kommt die Materialschlacht. Genau, jetzt wird's massiv. Cool. So. So. Ja, jetzt wird's gleich wieder fließen. Sehr gut. Das kommt dann hier, hier. Das kann man dann natürlich beliebig erweitern. Ich mache jetzt nur mal 5 Zeilen. Was hast du? Du hast ja letztens gelesen, wie viele Spielstunden wir jetzt in dieser Map haben. An die 500. Also massiv. Das ist nur diese Staffel jetzt, ne? Nur diese Staffel, ja. Ein bisschen über was 500. Ausreichend, ne? So, dann mache ich mir eine Konstruktionswand. Viele Stunden Farmarbeit. Aber jetzt sind wir... Es wird interessant. Genau, jetzt sind wir an dem Punkt, wo sie diese Sachen, die Förderungen und die Verarbeitung Richtung Bahn und so alles automatisiert. Und wo wir uns wirklich nur mehr darauf konzentrieren können, unten halt Erdsuche anhängen und dann weiter nach unten bauen. Ja, genau. Also einer der nächsten Steps, den wir jetzt dann auch vorhaben, ist die Lifte wieder zu verlängern. Ja. Mal zumindest bis Tiefe 500 runter. So. So, die Rohre sind in dem Geschoss einmal fertig, dann gehen wir gleich ins nächste. So, da schauen wir auch gleich wieder auf die Flussrichtung. Apropos, mir fällt da gerade was auf. Ja. Wir kriegen keine Kohle mehr, oder? Wo? Herr Ruben, da gibt es nirgends mehr Kohle. Wo ist er oben? Im Kohlelager kommt keine normale Kohle mehr. Okay, ich hab's aber angehängt. Ja, aber das ist leer. Gleich. Das heißt, was? Warum out of power? Was hast du da gebaut? Ich komm gleich. Da habe ich, warum out of power? Ich hab's doch angehängt. Du hörst ja nur... Nicht nur, ich komm schon, lass nein, es. Nein, ich hab schon. Ist irgendwas, hat irgendwas gefehlt? Oder aus Versehen weggeh... Na, ich glaube, da war der Denkfehler, glaube ich, drin. Es hat aber sehr lange sehr gut funktioniert. Ja, schon, aber du hast da händischen immer Kohle nachgefüllt, damit die Energie entsteht. Du brauchst ja nur da im Pyrothermik-Generator. Ja, ich weiß, aber ich habe so viel Kohle im Inventar. Ach so, ich mir gedacht, ich okay. Na, die ist aus gewesen. Also das Storage-Shop war leer. Ja, da hätten wir was hingehört. Stimmt. Aber es läuft. Läuft wieder. Aber ist ja nicht so, wär, dass wir keine Kohle hätten, ne? Stimmt, wenn ja. Ich so schau. Alles rot, alles voll, cool. nur andere Seite ist leer, das ja, macht ja nichts. Aber die fühlt sich schon wieder. Die fühlt sich schon wieder, da ist gar kein Thema. Ja, irgendwann sollen ja diese Geschosse alle komplett leer werden. von den Materialien, wo das reinstehen, ja. So, ich gehe weiter zu meiner Zinnwand. Mhm. Gut, jetzt da, das drehen wir wieder und da kommt jetzt Sorry Chopper, so. Jetzt überlege ich gerade, ob ich da auch den Block reinsetze, ich glaube schon. Ja. So. Da werden wir da hinsetzen. 1, 2, 3. Sorry Chopper. Da, und bei die drehen wir wieder. Das ist natürlich schön nach vorne schon. Und dann da. Gut, das war das. Dann nächstes Geschoss runter. Ich konzentriere mich jetzt einmal auf Zinn, dass das wieder fließt und werde... Achso, du baust da schon auf. Ah, da hat... Okay. Denk mal gerade. Ja, das ist meine Konstruktionswand. Da klatsche ich es einfach hin. Und richte es. So, dann brechen wir da wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. So. Dann muss ich da die Construction Paste. So. 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 Warum es auch cool. Sinn macht, dass man diese Blöcke baut, die man da halt selbst erzeugen kann, so wie diesen Marmorblock da, den wir da verwenden und so. Man läuft auf diesen Blöcken schneller als wie auf den Naturblöcken. Ja. Das langsamste ist Schnee. Mhm. Das bremst irre. Das schnellste, glaube ich, ist das Glas. Puh, da habe ich. Da komme ich mir immer vor, wie wenn ich. Superman. Wieder runtergefallen. So, jetzt kann das gleich loslegen. Das Zinn. Und bis zum Süden, ne? Ja, ich mach das jetzt mal bis daher. Hm. Ich muss das irgendwie ja. Das ist natürlich alles um eins versetzt. Sehr praktisch. Mhm. Aber macht ja nichts. Ich lasse das nämlich gleich auslaufen. Und Rohre dazwischen. Bin ja so gespannt. War das meine oder deine Ansage? Fällt mir gerade ein. Deine Ui, Frage. Da sind wir schon weit drüber jetzt. Ui, da muss ich teilen. Jo, machen wir gleich weiter. Ui, die Ui. Ich bin ja schon so gespannt, wenn sich das alles füllt. Schön. Jo. Schon, oder? Ja, ja. So. Ja, das ist etwas, was das Spiel schon genial irgendwie schafft, diesen macht, ja. Sammlerdrang. Mhm. Den schafft ja auch Blizzard immer bei uns anzusprechen mit anderen Games, dass man ja, den Gegenstand will noch und den Edelstein für die Verzauberung, also typische WoW- und Diablo-Themen. Ja. Genau dieses Thema spricht uns halt bei den Fortress-Kräften an, weil wir sind so ja, Riesenlager, komplett voll. So, das kapp ich da jetzt mal. Brauchen tut's zwar nie jemand. Stimmt, ja. Wir selbst auch nicht. Es wird dann nur gehortet. Stimmt. Bei da bei Fortress-Kräften hat sehr viele Materialien am Weg dorthin verbaut. Ja, ich find's schön. Weil wenn dann einmal das Lager komplett steht, dann frage ich mich, wozu wir es aufgebaut haben, weil wir brauchen es dann nämlich nicht mehr. Aber bis es steht, vergeht irre viel Zeit und Tüftelei und ja, es stört mich jetzt so, nicht wirklich. Nein. Scheiße, kann ich nichts mehr nehmen. Ich bin total voll. Hilfe. Oh, warte, ich nehm's. Ja, ich bin ja gerade da zufällig. So. Kann da Gott sei Dank was reinlegen. Kann es wo? Ja, davor, nach darf vor. Darf ich da? Ja, ich bin gerade dabei, die Rohre aufzubauen. Also ich würde es gerne wieder loswerden. Na, dann schmeiß es da gleich rein überall. Ja, ja, leg los. Füll ein. Ah ja, irgendwo kommt ein Bomber angeflogen. Habe ich nicht gesagt, ich will das Dach kontrollieren, ob die Strom, die Energieversorgung passt. Ja. Ich glaube, wir werden gleich mal schauen, bevor wir damit die Rohre weitermachen. Und nichts Schlimmeres, als wie wir haben da oben keinen Strom. Genau. Also keine Energie. Woher kommen sie? Sehen du auf links wo was? Wahrscheinlich kommen sie wieder aus der Richtung da. Ich
bilde mir ein, sie kommen hier aus dem Nordwesten. Ja, aber gut, ich also da sehe ich nichts. Im Südosten aber nichts. Schaut aber gut aus. Energieversorgung steht. Okay. Alles voll. Storage Hoppers voll. Dann kann ja nicht wirklich was schief gehen. Nordosten kommt nichts. So, Zinn bin ich wieder losgeworden. Sehr praktisch. Nordseite. Ich kann meine Konstruktionswand auch abbauen. Ja, da kommen sie. Nordwesten. Sollen sie kommen? Ja. Ist kein Problem. Es ist alles voll. Storage Hopper rot, Power Storage ist grün, Westseite auch komplett. Schauen wir die Südseite. So, und so soll das laufen. Ich habe das da hinten mal abgehängt, damit das. Schauen wir mal hier. Ja, wir sind safe. Okay. Da hier oben passt alles. Sehr gut, mehr wollte ich nicht wissen. Gut, eine Reihe lege ich noch. So, den inneren Kreis kontrollieren wir schnell. Schaut aber auch sehr gut aus. So wird es dann nach und nach eben aussehen. Passt. Bis die Hütte voll ist. Mhm. Gut. So, runter wieder. Wieder an die Arbeit, ne? Mhm. Aha. Den Rollen, oder? Ja, genau. So. Das nächste, das so aufgebaut wird, ist eben das Zinn. Ah, Zinn habe ich schon, das Kupfer. Sorry. Ne, ich bin da gerade unten. Ich setze da gleich mal den Storage Hopper. Mhm. Schauen, dass was abgebaut wird. So, wie schaut es da aus? 36 freie Slots. Irgendwo stockt es. Okay, schauen wir mal, ob es läuft, wie es laufen soll. Ist ja. Rauf, 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 rauf. Immer die Treppe rauf. Ups, drüber da. Das Rohr können wir wegnehmen. Gemacht. So, jetzt renne ich da nochmal. Ah, die sind leer. Ja, sehr cool. Die werden leer. Der ist leer. Aha, warum dreht er den? Empty. Empty Storages werden gleich auf. Spannend, jetzt dreht er mir den da immer. So, auf, 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 auf. Und wir schauen mal, ob das Lager hier. Ja, es fließt. So schön. Das ist so schön, wenn das fließt. Herrlich, wirklich herrlichst. Heute richtig Freude mit dem. Ah, da
Gut, dann ist im Kupferlager auch fertig. Sehr gut, ich bin nämlich eh gerade beim Kupfer, dass ich es anhänge. Hä? Was denn? Ich sehe dir keine Angst. Na, ich bin oben. Oben so. Beim Schmelz. Ach so. Du hast mich gesucht. Oh, wie süß. Zwei und dann auch drei. So, dann Eisenlagergeschoss. Da setzen wir wieder den Storage Hopper. Zinn, Kupfer, Eisen. Eins, zwei, drei. 6, 7. Ui. So, da bräuchte man jetzt dann auch die Wand. Blödsinn. Die Konstruktionswand ist super, gell? Konzentriert wieder, damit ich kein Blödsinn bastelt. So. Eisenlager fertig. Die Rohre gehen alle durch. Sehr schön. Das Ganze, was wir da jetzt bauen im Norden, müssen wir dann auch im Süden machen. Genau, wo die Bahn reinkommen, gell? Na, wo das Erz einmal raufkommt. Von den tieferen. Achso, das meinst du, ja. Und dann natürlich auf der anderen Seite dann einmal, wo die Bahn runterkommen, beziehungsweise wo man es dann aus dem Bahnlager wieder nach oben holt für zur Entnahme, wenn man für braucht. Produktionen. Ja, das so werden noch viele Rohre, wenn man das so anschaut. Wir haben sonst nichts zu tun. Hey. Ihr seht schon in den Geschossen, da ist jede Menge an Erzen und Kohle und so weiter, was da baut, gehört noch. Wir sind dabei. Hier Zinn, Kupfer, Eisen und dann hätten wir hier das Lithium. Für Lithium setzen wir da oben einen Storage Hopper wieder hin. Ist die Tiere gleich. Wo ich hingehöre. Welche Reihe in dem Geschoss? Sehr schön.
die Liste, die dann nach oben geht. Ah, da fliegt noch einer. Die Blöcke brechen wieder raus. Ja, irgendwann wird es neben diesen 10 da noch weitere geben. Und der Wand. Also wir haben gesagt, wir bauen jetzt einmal für die ersten 10 Materialien das Ganze. Das wird dann halt laufend erweitert. Dass einmal der große Sprung jetzt fertig ist. Ja, wirklich Stunden benötigt hat. Da war die Tibra immer fleißig. Ja, puh. Teilweise abendelang. Neben dem Serienschauen, ja. So, jetzt haben wir es erreicht, die Doppelfolge. Okay, dann mach du die Schlussworte. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen in Fortress Kräfte Wolft und wie unsere Base hier wächst. Wenn es interessant war, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet wieder ein bei im Fortress Kräfte Wolft Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, viel Spaß, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.